Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie und euch hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen ganz herzlich zu unserem Gottesdienst am Vorabend zum Pfingstfest und wünsche einen guten Abend. Heute gibt es nicht viele Informationen. In der kommenden Woche wird wieder neu beraten, wie es mit den Messangeboten in St. Matthias weitergeht. Bitte informieren Sie sich in den Pfarrbüros, in der Presse, über Facebook oder auf unserer Internetseite. Die Kollekte heute ist bestimmt für das Hilfswerk Renovabis. Das Kollektenkörbchen steht am Ausgang. Nehmen wir auch alle mit in diesen Gottesdienst, die zurzeit noch nicht zur Kirche kommen können, weil es ihnen zu riskant ist. Und so wollen wir nun auch an unsere Verstorbenen denken. Heute beten wir besonders für die Lebenden und Verstorbenen unserer Pfarrei. Ganz besonders für Annemiele Büschkes, die uns vor 6 Wochen in die Ewigkeit vorausgegangen ist. Für Heinrich und Matthias Noten, deren Jahrgedächtnisse wir begehen, sowie für deren Angehörige, sowie für Pastor Wilhelm Kursawa und Pastor Karl Willi Körschgens anlässlich ihres Namenstages. Herr, gib uns Lebenden deine Gnade und unsere Verstorbenen die ewige Freude. Herr, lass sie leben in deinem Frieden. Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Feier der Heiligen Messe.
Ich heiße Thomas Schlütter, ich bin Domvikar in Aachen und dort für die Ausbildung der Priester und Diakone und für die Berufungspastoral zuständig. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein. Ich bin gebürtig aus Niederkrüchten, aus Gützenrath, und ich finde es immer schön, in die Heimat zu kommen. Ich freue mich, dass wir heute Abend den Beginn des Pfingstfestes hier gemeinsam feiern können. Wir stehen vor Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Gemeinsam mit den Jüngern sind wir verbunden, sind wir versammelt und erwarten den Heiligen Geist. Und ich glaube, gerade in diesen Tagen, da sehnen wir uns so sehr danach, nach Gottes Gegenwart, der unser Herz berühren will, der uns verbinden will zu einer großen Gemeinschaft, über alle Abstandsgrenzen hinweg. An diesem Pfingstfest, da feiern wir diese Zusage. Gott ist bei seiner Kirche. Er ist bei uns. Hier heute Abend in St. Georg, bei Ihnen zu Hause an den Computern und Bildschirmen. Und er verbindet uns, entzündet neu unsere Herzen. Halten wir uns ihm, dem Geist der Lebendigkeit, hin, bitten wir ihn um seine Gegenwart und um sein Erbarmen. Mächtiger Gott, erbarme dich über uns. Nimm alles von uns, was uns trennt von dir und voneinander. Schenke uns neu deinen Geist und führe uns in ihm und deinem Sohn Jesus Christus zum ewigen Leben. Darum bitten wir, heute und alle Tage bis in deine Ewigkeit. Amen. Laudamus Deo.
Lasst uns beten. Gott, unser Herr, du hast das österliche Geheimnis im Geschehen des Pfingsttages vollendet und Menschen aus allen Völkern das Heil geoffenbart. Vereine im Heiligen Geist die Menschen aller Sprachen und Nationen zum Bekenntnis deines Namens. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir, Gott dem Vater, lebt und Leben schenkt, heute und in Ewigkeit. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen zu reden. Wir hören die Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes.
Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sei mit euch und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bitte nehmen Sie Platz. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte von den Feuerzungen, die auf die Jünger herabkamen, wie sie dann auf die Straße gingen und wie das ganze Volk zusammenkam, um sie zu hören. Johannes schreibt im Evangelium von den Jüngern, die zusammen in einem Raum waren, und von Jesus, der in ihre Mitte trat und sie mit dem Heiligen Geist anhauchte. Diese Texte, die sind 2000 Jahre alt. Wie sieht Pfingsten heute aus? Wie sieht Pfingsten im Jahr 2020 aus? Vielleicht so. Als der Pfingsttag gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Nun ja, nicht unbedingt alle. Da die Jünger auf Abstand achten mussten, konnte nur die Hälfte von ihnen nach Voranmeldung im Raum sein und saß dort mit 1,5 Metern Abstand zusammen. Die andere Hälfte der Jünger, die keinen Einlass in den Raum gefunden hatten oder einer Risikogruppe angehörten, waren einsam zu Hause. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Er schaute dabei ein bisschen verwundert, weil sich mehrere Personen in einem Raum aufhielten, die offensichtlich nicht im selben Haushalt lebten, aber dass sie alle auf Abstand saßen und auch namentlich bekannt waren, sollte schon in Ordnung sein. So zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, wollte er sich den Mundschutz abnehmen, um sie anzuhauchen, als Simon Petrus aufsprang und sagte: Bitte, Herr, nicht anhauchen. Denk an die Aerosole und die Tröpfcheninfektion. Hauchen und auch singen können in diesen Tagen wirklich ganz fatale Folgen haben. Jesus schaute ihn liebevoll an und setzte seinen Mundschutz wieder auf. Und dann sagte er zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, ohne zu hauchen. Und vielleicht war es in diesem Moment, da vom Himmel her ein Brausen kam, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und das ganze Haus erfüllt, in dem sie saßen. Und nicht nur dieses Haus, sondern auch die Häuser der anderen Jünger, die aus der aktuellen Corona-Situation von zu Hause
per Video- oder Telefonkonferenz zugeschaltet waren und sich in Gedanken und im Herzen verbunden fühlten. Und es erschienen ihnen allen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Als sich das Getöse erhob, da konnte die Menge aufgrund des Verbotes von Großveranstaltungen leider nicht zusammenströmen, um sie, jeder in seiner Sprache, Gottes große Taten verkünden zu hören. Und die Jünger mussten sich etwas Neues überlegen. Liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine etwas freiere Interpretation der Pfingstberichte für das Jahr 2020. Aber unsere Situation, die Situation der Jünger damals, sind sich doch so ähnlich. Wir haben, so wie die Jünger, aus Furcht unsere Türen verschlossen. Die Jünger, die wissen nicht mehr, wie es nach dem Tod Jesu weitergehen soll. Wir fragen uns, wie wir unser Leben mit all den Regeln und Verboten gestalten sollen. Da ist die Einsamkeit, die der Jünger ohne ihren Herrn und unsere mit viel Abstand und Kontakt verboten. Und dann ist da Jesus. Er kommt durch die verschlossenen Türen, durch die der Jünger und durch die verschlossenen Türen unserer Herzen. Er tritt in ihre Mitte, zeigt die Wunden an Hände und Seite, die von Krankheit und Tod, von Isolation und Einsamkeit am Kreuz erzählen. Er ist der Auferstandene, der Neue, der verwandelte Christus. Er ist nicht mehr so wie früher, als noch alles normal war, sondern er ist neu, anders und deshalb vielleicht auch irritierend, so wie alles Neue irgendwie irritierend ist. Er sagt zu ihnen, der Friede sei mit euch, spricht seinen Frieden in die aufgescheuchten Herzen und Seelen, die so sehr nach einer Begegnung, nach einer Berührung, sich nach Normalität sehen. Und er spricht ihnen so sanft diesen Friedensgruß, dass alles, was da unruhig und ängstlich ist in uns, wirklich wieder Ruhe und Frieden finden kann. Und dann ist da der Heilige Geist, der sich durch keine Mundschutzmaske, durch keine Plexiglaswand und keine Abstandsregel und von keinem Kontaktverbot abhalten lässt. Denn Gottes Geist, er weht, wo er will. Und er verbindet alle die miteinander, die sich zu Jesus bekennen, verbindet sie zu der einen großen Gemeinschaft, die über allen Orten steht und deren Verbindung Gott selbst durch Jesus im Heiligen Geist ist. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie mich fragen, dann ist dieses Jahr 2020 mit dieser großen Corona-Krise das Jahr des Heiligen Geistes. Denn genau in dieser Krise, wo wir Abstand halten und uns doch verbunden, nahe fühlen, genau hier zeigt sich der Heilige Geist, wird erfahrbar. Wenn dein Herz zu brennen beginnt, wenn du über Radio, Fernsehen oder Internet einem Gottesdienst folgst, wenn dein Herz zu brennen beginnt, wenn du mit Freunden und Familien telefonierst, wenn dein Herz zu brennen beginnt und du dich für andere einsetzt, für sie einkaufst oder Einsamen einen lieben Gruß zukommen lässt, wenn dein Herz zu brennen beginnt, weil neue kreative Wege gefunden werden, um die Freude und die Kraft Gottes und seines Evangeliums in diese Welt zu verkünden, dann ist der Heilige Geist uns ganz nahe. Dann brennen seine Feuerzungen neu in unseren Herzen. Der Heilige Geist, er ist in diesem Jahr wirklich besonders deutlich präsent. Und wer ihm, trotz aller Krisen, trotz allen Sorgen,
sein Herz öffnet, der wird es auch selbst erfahren. Amen. Halleluja. Zum Credo sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis in den Abschnitten, wie es unter Nummer 177 notiert ist. Glauben sind wir verbunden. Hier in den Kirchen, zu Hause an den Bildschirmen, verbunden mit allen Christen auf der ganzen Welt. Wir leben, wir beten nicht für uns alleine, sondern wir wissen uns in dieser großen Gemeinschaft, die gemeinsam im Gebet vor Gott einsteht. Und so halten wir Fürbitte und kommen vor Gott mit all dem, was uns und die Menschen unserer Tage bewegt. Lass uns durch das Wirken des Heiligen Geistes die Kirchen und unsere Gemeinden Zeichen deiner Gegenwart in unserer Welt sein, damit sie dem Frieden und der Einheit aller Menschen dienen. Wir bitten dich. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, dem Schwerpunktland der diesjährigen Renovabis-Pfingstaktion, und für alle Menschen, die unter Krieg leiden. Erneuere und belebe durch das Wirken des Heiligen Geistes die Kirchen des Ostens und lass unser Pfingstopfer für sie ein Zeichen der Ermutigung werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns dich durch das Wirken des Heiligen Geistes immer lebendiger erkennen und erfülle uns mit Vertrauen in deine Gegenwart. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich möchte beten für Christoph Glanz, der heute Morgen zum Diakon in unserem Bistum geweiht worden ist. Für alle Männer und Frauen, die sich auf einen pastoralen Dienst vorbereiten.
für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden in unserer Kirche, in den Gemeinden, im Bistum, in der ganzen Welt. Guter Gott, schenk ihnen deinen Geist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Verstorbenen, für die Menschen, die wir vermissen. Guter Gott, nimm sie auf in dein Reich. Lass sie bei dir geborgen sein. Wir bitten dich, erhöre uns. Beten für die Schwestern und Brüder in unseren katholischen, evangelischen und orthodoxen Nachbargemeinden und in der Gemeinschaft der Glaubenden. Guter Gott, lass uns lebendig erfahren, dass wir zusammengehören, in Gebet und Fürbitte, in Glaube und Dienst, in Freude und Leid. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, guter Gott, führst uns im Heiligen Geist durch diese Zeit. Dir sei Lob und Ehre, heute und in Ewigkeit. Amen. Erfülle durch sie die Kirche mit der Kraft deiner Liebe, damit die ganze Welt erkennt, dass du sie zum Heil gerufen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr Heiliger Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt,
über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Menschen die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, unser Gott. Du bist der Quell und der Anfang aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden zu Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes,
Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens, den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit dem heiligen Matthias, dem heiligen Georg, der heiligen Johanna von Orleans, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben vom Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch und mit ihm und in ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, der Geist, der uns verbindet mit ihm und untereinander. Der Geist, in dem wir beten dürfen. Vater unser im Himmel, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenführt. Und deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau nicht auf das, was dunkel in uns ist, sondern schau auf unseren Glauben, den Glauben deiner Kirche, und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Lamm Gottes, du nimmst die Welt der Welt, erbarme dich unser.
Seht, glaubt und erkennt. Unter den Zeichen des zerbrochenen Brotes und des Weines ist Jesus Christus, der Herr, wirklich in unserer Mitte gegenwärtig. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Leib Christi. Komm herab, o Heiliger Geist, der um alles Fehlen weiß, schenk den Herzen Leibelust. Komm, der neue Wege liebt, frischen Sturmwind ihnen gibt, gegen Muff und Kirchenfrust. Menschenwecker in der Zeit, viele Herzen sind bereit, warten nur auf deinen Stoß. Komm und setze sie in Brand, fülle sie bis an den Rand, sind bis jetzt noch hoffnungslos. Gib die Leidenschaft zurück, für ein Stück mehr Glaubensglück, mach zum Feiern sie bereit. Gieße Freude in sie ein, lachend sind sie nicht allein, selbst in winterlicher Zeit. Schenk gelassene Zuversicht, zieh mit deinem Geistgewicht Herzwinkel nach himmelwärts. Ohne deine Leichtigkeit ist Erlösung Lichtjahr weit, wehr dem dunklen Weltenschmerz. Christenherzen brauchen Witz, Energie vom Himmelsblitz, Einsatzkraft für bessere Welt, dass sie aufrecht vorwärts gehen, Gottes Reich im Umriss sehen, bleib Geist ihnen beigesellt. Amen. Halleluja. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gesättigt. Erfülle uns durch dieses Sakrament mit der Glut deines Heiligen Geistes, den du am Pfingstfest den Aposteln gesandt hast. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir, Gott dem Vater, lebt und uns liebt.
heute und in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen allen einen schönen, einen guten Abend, morgen einen gesegneten Sonntag und frohe Pfingsten. Dankeschön. Ihnen an den Bildschirm natürlich auch. Jetzt muss ich auch noch in die Kamera gucken. Sie wollen wir nicht vergessen. Und Sie alle möchte ich einladen. Ja, lassen Sie an diesem Pfingstwochenende in den kommenden Wochen den Heiligen Geist wirklich brennen. Rufen Sie an, gerade Menschen, die vielleicht einsam sind, die zu Hause sind, von denen Sie lang nichts mehr gehört haben. Schenken Sie ihnen eine Freude. Wünschen Sie den Heiligen Geist den Menschen, die Sie auf der Straße treffen, Ihren Nachbarn, Ihren Freunden. Und machen Sie Gottes Gegenwart in seiner Kirche, in unserer Welt immer wieder neu erfahren. Und damit das gelingt, bitten wir Gott um seinen Segen über uns, über Sie zu Hause, über alle, die wir in unseren Herzen tragen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gnade. Amen. Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Amen. Amen. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Amen. Amen. Und so segne euch der gute, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja.